Moin Moin und willkommen zurück. Wir sind jetzt Goyle und befinden uns immer noch bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Hallo Mora. Hallo Mora. Oh, eine andere Stimme, als jemand hört. Und wir versuchen, jetzt mal runter in die Kirche zu kommen, zum Gemeinschaftsraum der Slytherin. Einfach um rauszufinden, was da so vor sich geht. Guck mal, ob es klappt. Hallo Mora. Einen Weg wiederfinden. Dann müssen wir erstmal runter. Dann finden wir es schon. Hier mal runter springen. Ja. Wir können zumindest runterkommen. Wir können mal speichern kurz. Und dann geht's wieder nach oben. So, mir gefällt mir ganz gut eigentlich im Grün auch mal. Ich bin jetzt kein Slytherin-Fan, aber irgendwie ist es doch ganz schön. Oh, welcher Raum war das? Ich weiß nicht mehr genau, welchen Weg gelaufen ist, muss ich zugeben. Ich kenne mich hier so gut wie gar nicht aus. Aber hier wird es schon richtig sein. Genau. Und wo geht's weiter runter? Muss ja hier unten irgendwo sein, ne? Gut, schauen wir mal. Na, guck mal. Ich glaube, wir müssen ja auch das Passwort haben für die Tür. Die hat ja nicht jeder. Wie bei uns, die fette Dame, die es bewacht, hat ja hier bestimmt auch irgendwie ein Passwort, den es da gibt. Reinblüter. Oh, so lautet also das Passwort. Ich wette, damit komme ich in den Slytherin-Gemeinschaftsraum. Geil, wie dumm der redet. Ey, Schleime! Lumos! Irgendwo war doch hier so ein Ding, was... Ah, da hinten war das, genau. Da kann man irgendwas durchschneiden. Defendus! Was beim letzten Mal aufgefallen, nämlich. Oh. Was bedeutet? Haben wir 30 Karten jetzt oder was? Jetzt kommt irgendwas Besonderes. Aber nein. Es kommt gar nichts Besonderes. Guck mal, wie das Passwort ist. Ein Blüter. So. Mal sehen, wir müssen wahrscheinlich noch einen Weg dahin finden, oder so ein Scheiß. Lucando! Lucando! Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich dachte einfach, da passiert irgendwas. Oh. Das ist ja anscheinend auch was passiert. Defendo! Defendo! Lucando! Lucando! Wie man holen. Lucando! Lucando! Jetzt schmeißen wir auch nochmal rein hier. Blödes Viech. Ja, hier ist wieder so ein Ding. Lucando! 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 Okay, alle müssen weggucken. Die wissen, wo ich hin soll. Gleich einen Raum wieder, dass ich. Ja, anscheinend nicht. Okay, aber da muss kann ich speichern, das ist schon mal gut. Viel Spaß, Goyle! Ein Spacko. Okay. Ich muss das holen. Okay, ich dachte, hier kommt passiert irgendwas. Ach, da.
nochmal. Lycando! Aha, okay, er bewegt sich was. Gut, müssen wir dann mal machen. Kurz gucken, wann er wieder hier rüberkommt. Viel Spaß. Entschäume! Lycando! Kommt mal, er Schleim runter, was passiert da? Ah, okay, der baut dann wieder die Brücke sozusagen zusammen. Das ist natürlich clever. Entschäume! Entschäume! Guck mal, direkt wieder zurück. Perfekt. Jetzt komm auch hier durch. Ah, okay. Clevere Idee eigentlich. Oh, was ist clever, aber lustig hier. So. Lycando! Na? Lumos! Ganz da unten, okay. Du bist erst in der zweiten Klasse. Ich habe wirklich keine Zeit, mich mit einem Zweitklässler zu unterhalten. Schokofrosch. Hallo, Homura! Jetzt haben wir drei Dinger, okay. Ach, ich dachte, da können wir auch noch hochhalten. Hochziehen, das kann ich anscheinend nicht. Was ist er denn? Was will er denn von mir? Was ist los mit dir, Geul? Na, Entschuldigung. Den Gemeinschaftsraum nochmal finden. Wo immer der ist. Ach, da sind wir längs gegangen, okay. Gehen wir hier längs? Wohin so eilig, Geul? Lycando! Oh, das sind echt viele Geheimnisse, ne? Muss man sagen. Also richtig viele Geheimnisse. Dass ich nie so alles entdecken kann. Ist schon irre. Gegenüber dem ersten Teil ist das ja ein Fortschritt um 300.000%, muss man sagen. So, da waren wir gerade drin. Und da kann man nichts machen. Okay, müssen wir einen Weg finden. Ist nichts. Irgendwas ist heute anders an dir, Geul. Du siehst gar nicht mehr so gemein und dämlich aus. Oh, danke. Anscheinend mögen mich alle hier. Schöne Ferien, Geul. Hast du Lust, anderer Leute Geschenke zu demolieren? Man kennt mich. Achso, hier ist das. Oh, wie dumm bin ich denn? Na gut. So, wo ist Draco Malfoy? Hier anscheinend nicht. Lycando! Sind wir schon mal hier. Guck mal, wen finden hier irgendwo? Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Achso, ist die Mädchenabteilung. Okay, gehen wir zur Jungsabteilung. Ah, guck mal. Da bist du ja, Geul.
Ich hab dich überall gesucht. Los, mir nach. Warum? Was hat er vor? Ach, ein Pläuschchen vom Kamin. Weißt du, Goyle, ich vermute, Dumbledore will diese Angriffe vertuschen. Er wird entlassen, wenn der Spuk nicht bald aufhört. Der heilige Potter, Freund der Schlammblüter, ist auch so einer ohne das wahre Zauberer-Empfinden. Und die Leute halten ihn auch noch für den Erben Slytherins. Wenn ich nur wüsste, wer es ist, ich könnte ihm helfen. Du musst doch irgendeine Vermutung haben, wer hinter all dem steckt. Du weißt, ich habe keine Ahnung, Goyle. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Aber eins weiß ich. Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Also wette ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Ich hoffe, es ist die Granger. Wie auch immer, Draco. Ich gehe jetzt besser. Wohin denn? Zum Krankenflügel. Ja, genau, zum Krankenflügel. Ich habe Bauchschmerzen und ich muss mir eine Arznei holen. Dann mach, dass du wegkommst. Ich habe keine Lust, mir den ganzen Abend dein schmerzverzerrtes Gesicht anzusehen. Da steht mal wieder. Schnell weg hier. Oh. Ich sollte den Slytherins besser aus dem Weg gehen und mich rausschleichen. Wenn sie mich hier entdecken, weiß, was sie dann mit mir anstellen. Ich glaube, ich habe hier eben einen Gryffindor gesehen. Oh Gott. Was macht sie da? Ich hab ihn! Professor Snape! Das war ja blöd. Ah, Potter. Jetzt ist es bestimmt nicht mehr lange bis zu deinem Schulverweis. Ich muss hier rauskommen, ohne dass einer des Slytherins mich bemerkt. Mal gucken, wie wir es machen. Wer bist du? Du bist kein Slytherin. Sollen wir hier schnell längs? Wer bist du? Du bist kein Slytherin. Irgendetwas stimmt hier nicht. Professor Snape? Nein! Die Nachricht, dass der fast kopflose Nick versteinert worden war, verbreitete sich nach den Ferien wie ein Lauffeuer in der Schule. Die Schüler dachten, wenn sogar ein Geist versteinert werden konnte, wäre niemand mehr sicher. Die Erstklässler gingen nur noch in kleinen Grüppchen durch das Schloss, denn sie hatten Angst, angegriffen zu werden, falls sie alleine herumspazierten. Es kam zu einem blühenden Handel mit Talismanen, Amuletten und anderen schützenden Utensilien. In der Zwischenzeit hatte Harry erfahren, dass Draco Malfoy nicht der Erbe Slytherins war. Aber wenn es nicht Draco ist und auch nicht Harry, wer ist es denn dann? Wer mag es sein? Beeil dich, Harry. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste fängt gleich an. Schon wieder Unterricht bei dem. Das wird wunderbar werden. Professor Lockhart will uns Elasto beibringen. Nun komm schon, Harry. Elasto also. Na, guck mal, wie Elasto wird. Das ist das Ding da hinten, ne? Das ist natürlich ganz geil. Dann können wir jetzt auch mal die... Oh, doch nicht. Schade. Ich dachte, das wäre dieses coole Teil da. Naja, gut. Beeil dich. Wir wollen doch nicht zu spät zu Professor Lockharts Unterricht kommen. Na, wieso schon. Wir? Mein Gott, den finde ich wirklich nervig, den Professor. Noch eine Höhe, ne? Da ist die Hermine. Oh Gott, oh Gott. Willkommen zu eurem Lieblingsunterricht, liebe Gryffindor-Schüler. Wartet mit den Jubelrufen, bis wir Elasto gelernt haben.
Harry Potter, du siehst aus, als wolltest du unbedingt noch etwas dazulernen. Steh auf und tritt vor die Klasse. Wir werden den anderen dann zeigen, wie das geht. Warum immer ich? Na gut, wir probieren es nochmal. Oh, ja, das ist doch das Ding. Geil. Damit können wir ja auf jeden Fall... Konzentriere dich auf das Symbol vor dir und lass dich nicht von meinem fabelhaften Aussehen irritieren. Vor dir wird ein Zauberstab erscheinen, der die Form des Symbols nachzeichnen wird. Wenn der Zauberstab sich genau über dem Pfeil befindet, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken, um das Ziel zu treffen. Die Herausforderung besteht aus 3 Übungen. Du musst in jeder Übung alle Ziele exakt treffen, um fortfahren zu können. Übung 1. Fang an. Okay, das ist jetzt nicht so schwer. Mal gucken. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung beginnen. 5 Punkte für Gryffindor. Yay. Übung 2. Oh, fang an. Interessant. Oh, ist interessanter. Okay. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung beginnen. 10 Punkte für Gryffindor. Übung 3. Fang an. Okay. Oh, Mist. Ich hab's doppelt gedrückt. Mach weiter. Das ist ja blöd. Fabelhaft gezaubert. Mach weiter so. Ist auch nur, weil es da unten so ein bisschen eng wurde. Gute Arbeit, mein Junge. Du hast alle Übungen abgeschlossen. 15 Punkte für Gryffindor. Yes. Du hast es geschafft, Harry. Du beherrschst jetzt Elasto. Jetzt ist es Zeit für meine brandneue und schon bald weltbekannte Elasto-Herausforderung. Okay, ich bin gespannt. Willkommen zur Elasto-Herausforderung, Harry. Um die Herausforderung erfolgreich abzuschließen, musst du den Stern der Vollkommenheit einsammeln. Er befindet sich einige Stockwerke über uns. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Springt die Uhr auf 0, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Wie bei Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Ich empfehle dir, sie alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich zu finden. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, desto mehr Hauspunkte bekommst du. Yay! Elasto-Teppiche sind überall in Hogwarts versteckt. Wendest du Elasto auf sie an und springst dann hinauf, fliegst du wie ein Gummiball in die Luft. Suche den Boden nach diesen Symbolen ab. Sie führen dich zu versteckten Elasto-Teppichen. Okay. Elasto! Ah, okay. Imps sind gemeine kleine Kreaturen. Halte dich von ihnen fern, denn ihr Biss ist tödlich. Wie bei den Gnomen kannst du auch bei den Imps Flippendo verwenden, um sie in ein Gnomenloch zu befördern. Okay. Flippendo! Flippendo! Wollen wir gar nicht hier stören? Gut. Okay. Okay. Elasto!
Halter. Was ist denn für ein Sprung? Wie komme ich jetzt? Okay. Ich bin schon gewundert, wie ich jetzt noch weiterkommen soll. Oh, der war schnell. Ich wollte gerade raufspringen. Das war ein bisschen zu schnell. Die Kids wollen auch haben. Und dann über die Flanke. Zwei Sterne. 3 von 10, okay. Noch geht er noch höher. Bis zur Decke, bitte. Danke. Ein Schleim! Nein! Flippendo! 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 Ich schmeiß sie kurz weg hier, damit die mich nicht nerven gleich, aber im Endeffekt brauche ich ja nur das Ding da gleich, ne? Trotzdem, ich schmeiß die jetzt weg, weil die nerven mich einfach, glaube ich. Ich glaube, die würden gleich tierisch nerven. Deswegen ist es besser, die wegzuschmeißen. So. Flippendo! Flippendo! Elasto! Deine Mauer gesehen, wollte ich gerade sagen. So. Und ein Bildchen. Brauchen wir nicht. Elasto! Okay, ach so. Aha. Jetzt geht die Tür rauf, okay. Oh, Glück gehabt. So, rein hier. Elasto! Da oben ist der Stern, okay. Da ist mal irgendwas gegen. Oh, da ist ein Loch. Oh, und da ist noch. Oh. Da müssen wir schon alle da rein, oder? Stimmt. Da hätte auch einer reingemusst, aber naja, zu spät. Elasto! Flippendo! Ah, den konnte ich schon mal treffen? Nein. Okay. Flippendo! So geht's auch. Ein Schleim. Oh, ich habe ein paar Bohnen. Die sammle ein. Und? Okay, geht's nicht weiter? Okay, da geht's auch runter. Wie gehen wir hier längs? Wie komme ich denn da hoch? Aha, so.
Ahnenstern, okay. Sehr gut. Hätte mich doch gewundert, wenn ich da nicht hochgekommen wäre können. Hm? Das ist falsches Deutsch. So, wir gehen hier runter. Einen geheimen Weg gibt, den wir vorher nicht gesehen haben. Ich glaube nicht. Nee. Ich sehe zumindest keinen. Egal. So. Durch geht's. Eieiei. Was für ein Meistersprung. So 8 von 10. Elasto! Oh nein! Oh, ein weit zu weit gesprungen, echt. Ne? Elasto! Elasto! 9 von 10? Ein paar Treppen. Geht da schnell längs, ja, ne? Das ist einfach abgefahren. Gut, dass man ihn auch sieht. Natürlich ist ehrlich, gehen wir nicht gefunden. So. Speichern. Mann. Findet hier? Flipendo! Da wird so viel eingesammelt, ich brauche die ganzen Sachen hier. Ach.
Hier, Opa, noch einen Stern, ne? Den müssen wir uns holen. Aber wie kriegen wir den Stern? Müssen wir das Ding ja irgendwie drehen können. Das kann ich gar nicht von hier, oder? Warte mal. Elasto! Komm ich nur hier hin? Aber vielleicht müssen wir hier hoch. Okay. Wäre auch dumm gewesen, wenn es irgendwie anders gelesen wäre, aber naja, was soll's. Achso, jetzt. Hier geht's rüber, okay. Super, dann haben wir den letzten Stern. Und speichern wir auch. Okay, das ist natürlich ein... Oh! Nein, das ist nicht euer Ernst. War schon so gut wie drüben. Okay, das ging einigermaßen gut. Besser als vorher. Gut, dass man gleich davor noch eine Speicherquelle hatte. Das wäre jetzt echt kacke gewesen. Elasto! So. Gut gemacht, Harry. Du hast die Elasto-Herausforderung bestanden. Die verbleibende Zeit gilt als deine persönliche Bestleistung. Ah, ich muss sagen, die Herausforderungen sind schon irgendwie witzig. Und wir haben alle 10 Sterne, sehe ich gerade. Aber auch kein Highlight, die Spiele, muss man auch sagen. Harry, die wöchentliche Hauspunkteauswertung fängt gleich an. Du willst sie doch nicht verpassen. Natürlich nicht. Hast du Lust auf einen Handel? Noch nicht. So, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir haben und wie viel die Slytherin haben. Sehen wir ja gleich. Hallo, alle zusammen. Vorne. Kann das sein? Es ist wieder mal Zeit für eine Hauspunkteauswertung. Mal sehen, welches Haus diese Woche in Führung ist. Sieht so aus, als sei Slytherin in Führung. Du kannst dich auf den Weg in den Belohnungsraum machen, Draco. Wie oft lag ihr denn schon beim Kampf um den Hauspokal vorne, Potter? Vielleicht habt ihr ja beim nächsten Mal mehr Glück. Wir waren die ganze Zeit vorne, du Schwachkopf. Das erste Mal, dass ihr vorne liegt. Naja, aber warum, ne? Die Frage. So. Hey Harry, irgendwas hat die maulende Myrte total traurig gemacht. Sie ist noch trauriger als sonst? Ich konnte sie den ganzen Weg die Treppe hinab heulen hören. Und jetzt ist der Gang vor der Toilette wieder überflutet. Es ist doch niemand anders mehr angegriffen worden, oder? Alles kann passiert sein. Gehen wir nachsehen, was los ist. Natürlich. Denn wir lieben ja die Gefahr. Wir sind wie Hast die drei Fragezeichen. Hast du Lust auf einen Handel? Wir sind wirklich so ein bisschen wie die drei Fragezeichen. Ja, ich sehe dich. Du Äffchen. So. Los, Harry! Ist so geil, wir sind echt ziemlich gleich durch die Tür gerannt. Und er ist einfach mal irgendwie 15 Treppen weiter oben als ich. Ne? Schön, ist alles nass. Ist Hermine auch schon da? Wer ist da? Will wieder jemand Sachen nach mir werfen? Jemand hat was nach dir geworfen? Ja, es liegt dort drüben.
Vorsicht! Mein Dad hat mir gesagt, dass einige Bücher sehr gefährlich sein können. Sieht aus wie ein altes Tagebuch. Es gehört T.V. Riddle. Egal, wem das Tagebuch gehört hat, er hat es jedenfalls nie benutzt. Die Seiten sind leer. Hallo, Harry Potter. Ich heiße Tom Riddle. Ich bin in Hogwarts und furchtbare Sachen sind passiert. Weißt du etwas über die Kammer des Schreckens? Natürlich weiß ich von der Kammer des Schreckens. In meinem 5. Jahr wurde die Kammer geöffnet und das Monster hat ein Mädchen getötet. Ich habe denjenigen geschnappt, der die Kammer geöffnet hat. Er wurde von der Schule verwiesen. Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. Ich kann dich in mein Gedächtnis von jener Nacht, in der ich ihn gefangen habe, hereinholen. Harry war fasziniert von den Erinnerungen Tom Riddles. Los, musst hier raus. Komm schon, in die Kiste mit dir. Es ist alles in Ordnung. Komm raus. Na, endlich. Guten Abend, Rubius. Was machst du denn hier, Tom? Es ist aus. Ich glaube nicht, dass du jemanden töten wolltest, aber Monster geben keine guten Haustiere ab. Es hat nie keinen umgebracht. Das Mindeste, was Hogwarts tun kann, ist dafür zu sorgen, dass das Wesen, das das Mädchen ermordet hat, geschlachtet wird. Er war es nicht. Er wird's nie tun. Er nie. Geh zur Seite. Nein! Oh oh. Harry wusste schon immer, dass Hagrid eine Schwäche für riesige, monströse Kreaturen hatte. Aber er war sich auch sicher, dass Hagrid nie jemanden töten wollte. Riddle könnte den Falschen erwischt haben. Vielleicht war es ein anderes Monster, das die Leute angegriffen hat. Wie viele Monster passen wohl in die Kammer? Wir wussten immer, dass Hagrid von der Schule verwiesen wurde. Und die Angriffe müssen aufgehört haben, nachdem sie ihn rausgeworfen hatten. Sonst hätte Riddle seine Auszeichnung nicht bekommen. Riddles Tagebuch. Es ist verschwunden. Was? Aber nur ein Gryffindor kann es gestohlen haben. Niemand sonst kennt unser Passwort. Stimmt. Töte dieses Mal. Lass mich reißen. Zerfetzen. Die Stimme. Ich hab sie wieder gehört. Du etwa nicht? Ich hab nichts gehört. Harry, ich glaub, mir ist eben ein Licht aufgegangen. Ich muss in die Bibliothek. Aber Professor McGonagall hat gesagt, wir müssten hier bleiben, außer wenn wir Unterricht hätten. Ich muss mit Hagrid sprechen. Wenn er das Monster beim letzten Mal freigelassen hat, weiß er auch, wie man in die Kammer des Schreckens kommt. Hagrids Hütte ist auf den Ländereien. Aber das weißt du ja, Harry. Mir nach, Harry. Nicht so schnell rum. So, dann besuchen wir nochmal Hagrid. Haben wir halt Glück. Und er hat Bock, uns zu sehen. Wir wissen ja alle, dass es nicht Hagrid war. Aber trotzdem könnte es spannend sein. Warte mal. Elasto! Komm her schon. Sind wir bei Nacht draußen jetzt? Ja, okay. So, ich muss noch ganz kurz gucken. Hier war noch so ein Ding. Elasto! Mal gucken, was Hagrid sagt. Zu den Vorwürfen. Wir wissen natürlich alle, dass er es nicht war. Und wir wissen ja auch natürlich alle, wer Tom Riddle ist. Aber trotzdem, also ich finde, die Geschichte ist ja, die baut ja auf, natürlich auf den Büchern, die merkt man ja auch, aber ist auch nicht ganz so, ja, nicht so ganz so flüssig, ne? Die großen Sprünge vom Erzähler finde ich doch ein bisschen happig. Ich habe jemanden, der Lucius Malfoy sehr ähnlich sah, in Hagrids Hütte gehen sehen.
üble Geschichte, Hagrid. Ganz, ganz üble Geschichte. 4 Angriffe auf Nichtmagier. Die Sache ist aus dem Ruder gelaufen. Als Mitglied des Schulbeirats muss ich einfach handeln und sie wegbringen. Weg? Wohin denn? Nicht ins Gefängnis. Nicht Azkaban. Ich fürchte schon. Schreckliche Angelegenheit, Dumbledore. Aber alle 12 Schulräte sind der Auffassung, es sei an der Zeit, dass sie einem anderen Platz machen. Von diesem Moment an sind sie beurlaubt. Wenn die Schulräte mich aus dem Weg haben wollen, Malfoy, werde ich natürlich abtreten. Nein! Allerdings werden sie feststellen, dass ich diese Schule erst dann endgültig verlasse, wenn mir hier niemand mehr die Treue hält. Wer immer in Hogwarts um Hilfe bittet, wird sie auch bekommen. Wenn jemand was herausfinden will, muss er nur den Spinnen folgen. Die bringen ihn auf die Spur. Das ist der Schlüssel zum Ganzen. Und das ist alles, was ich zu sagen habe. Los, komm jetzt, Hagrid. Schon gut, ich komm. Ohne Dumbledore stecken wir wirklich in Schwierigkeiten. Jetzt wird es bestimmt jeden Tag einen Angriff geben. Sieh nur, da drüben. Sieht so aus, als wollten sie in den verbotenen Wald. Bevor du da hinläufst, will ich mal kurz was gucken. Erstmal die Truhe natürlich. Aber ganz abgesehen davon gab es hier hinten noch mehr, glaube ich. Also, speichern. Gut, speichern wir aber mal hier und beenden das Ganze. Und ja, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Warte mal, wir können auch einmal die Karte holen hier. Aber dann machen wir definitiv beim nächsten Mal weiter. Ich speichere mal. Kann ich das? Perfekt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.